Ja, also was ist dein Tipp? Also was ist deine Prognose? Was wird uns in Dubai im November erwarten? Ich freue mich schon riesig auf die WM. Es wird bestimmt ein super cooler Wettkampf mit ausgespielten, ausgekämpften Partien. Und Magnus ist schon der Favorit natürlich. Zumal er jetzt auch er liegt zwar in klassischen Partien 4 zu 2 zurück, aber Magnus hat die letzten beiden Partien gewonnen. Die Siege von Nepo liegen sehr weit zurück in der Vergangenheit. Gerade in der Jugend hat er gegen Carlsen gewonnen, bei der U12 EM, U12 WM. Übrigens könnt ihr gerne auf meinem Kanal auch die Analysen sehen, weil ich mache eine Serie vor der WM, 7 Videos, wo ich alle entschiedenen Partien nochmal durchgehe, noch ein Fazit, eine Vorschau. Also Magnus ist für mich schon der Favorit. Allerdings wird es Nepo überhaupt nicht leicht machen. Er ist ja super selbstbewusst, hat keine Angst vor Magnus und wir werden eine richtig, richtig geile WM erleben. Da bin ich mir super sicher. Das war wirklich ein Spektakel. Jede Schachweltmeisterschaft hat auch so ein bestimmtes Thema. Also Karpow, Kasparow wurden immer ähnliche Eröffnungen gespielt oder Kasparow gegen Kramnik. Da kam dann auch die Berliner Verteidigung. 2018 Svechnikov und Rossolimo. Was für Eröffnungssysteme werden wir jetzt dieses Jahr in Dubai sehen? Ja, das kann ich natürlich nicht vorhersehen. Ich bin da selbst gespannt, wie uns die beiden überraschen werden. Aber beide sind mega flexibel. Heutzutage ist es auch so, die Spitzenspieler müssen super flexibel sein, weil das Eröffnungswissen hat sich extrem verbreitet. Alle Leute wissen Bescheid über jede Eröffnung irgendwie inzwischen, ne? Früher haben die Leute nur ein, zwei Eröffnungen gespielt. Das kannst du heutzutage nicht mehr bringen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass in jeder Partie eine andere Öffnung aufs Brett kommt. Gut, natürlich, wenn einer eine Waffe vorbereitet, die super läuft, ne, dann wird er die natürlich immer wieder anwenden. Aber ich kann da nichts vorhersehen, keine Ahnung. Die beiden sind zu flexibel, die haben alles schon gespielt, beide, mit Weiß und Schwarz. Das heißt, es ist völlig unmöglich, da eine Vorhersage zu machen. Was ist so deine Vorhersage, dein Tipp? Wie geht es aus und was wird uns in Dubai erwarten? Oh, das wird ja wirklich sehr spannend sein, weil Jan Nepomniachtchi hat ein fantastisches Ergebnis. Er führt gegen Magnus Carlsen. Das ist wahrscheinlich beinahe der Einzige, der gegen ihn ein positives Ergebnis hat. Und ich habe den Eindruck, dass Magnus so ein bisschen Angst hat vor dem Jan. Und deswegen wird das für ihn nicht nur der Kampf am Brett, sondern auch ein bisschen der Kampf im Kopf sein. Der muss diese Angst überwinden. Sollte er das schaffen, sollte er am Anfang des Matches in Führung kommen, dann wird es für ihn leichter laufen. Aber wenn es knapp, hart auf hart bleibt, dann kann es sehr, sehr, kann man halt schlecht voraussagen, was kommt. Aber auf jeden Fall, im Unterschied zu den früheren Gegnern, zum Beispiel Karjakin und so, hat Nepomniachtchi auch sehr gute Ergebnisse im Schnellschach. Das heißt, er kann Magnus durchaus im Schnellschach bezwingen. Also Magnus kann sich nicht darauf verlassen, dass er das Match Remis spielt und dann im Schnellschach gewinnt. Er muss also seine Überlegenheit am besten im klassischen Schach zeigen. Ich tippe immer noch auf Magnus, aber das wird sehr spannend sein. Da freue ich mich schon richtig darauf. Ja, ist nicht mehr lang hin. Also, Genau. ich glaube, es gibt Feuerwerke auf dem Schachbrett. Ja, auf jeden Fall. Es wird sehr, sehr spannend. Also das wird viel interessanter sein als die Matches von Magnus gegen Vichy Anand und gegen Karjakin. Da bin ich mir absolut sicher. Das wird ein sehr, sehr energiegeladenes Match sein und wir werden alle sehr große Freude daran haben. Ja, apropos Schachweltmeister. Bald steht die Schachweltmeisterschaft in Dubai an. Da spielt der amtierende Schachweltmeister Magnus Carlsen gegen Herausforderer Jan Nepomniachtchi. Hast du irgendwie so einen Tipp, eine Vermutung, was uns da erwartet? Wer gewinnt? Was glaubst du? Ich wette niemals gegen Magnus. Das ist einfach die goldene Regel beim Schach. Er ist der stärkste Spieler der Welt und hat das auch zuletzt wieder unter Beweis gestellt beim Norway Chess, wo er auf einmal eine Siegesserie von 4 Siegen hintereinander hingelegt hat. Und insofern, man wettet nicht gegen Magnus. Aber ich glaube, Nepomniachtchi kann ihm auf jeden Fall einen guten Kampf liefern und er kann den Kampf auch gewinnen. Also man hat ja in den letzten beiden Matches gesehen, die Unterschiede sind marginal. Sowohl Karjakin als auch Caruana waren sehr nah dran, Carlsen zu schlagen. Beide Matches gingen in den Tiebreak. Insofern, wenn vieles zusammenkommt, dann kann Nepomniachtchi ihn definitiv schlagen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf ein spannendes Match. Also ich glaube, es wird ein richtiger Schlagabtausch und Nepomniachtchi wird ihn auf jeden Fall fordern. Ah, da freuen wir uns alle drauf. Also wird spannend. Also könnte zu Feuerwerken kommen. Also bei jede Schachweltmeisterschaft hat er eigentlich immer so ein Thema, so ein bisschen.
die vor 2-3 Jahren in London, da kam häufig die Rosolimo-Variante aufs Brett. Glaubst du, dass sich hier sowas wiederholt oder eine ganz andere Variante uns erwartet? Ja, das ist immer die große Frage, weil Carlsen hat jetzt die letzten Weltmeisterschaftsmatches immer was Neues vorbereitet. Du sagst es, vor 3 Jahren, 2018 gegen Caruana, war es auf einmal Svechnikov. Damit hat niemand gerechnet und das war genial. Und damit hat Carlsen viele Siege auch einfahren können. Zwar nicht in der Weltmeisterschaft selber, aber danach auch gegen viele Gegner. Und es sind Stellungen, die ihm einfach unglaublich gut liegen mit seinem Störungsverständnis. Und davor gegen Kajakin war es, glaube ich, die Marshall-Verteidigung davor. Berliner oder ich weiß nicht genau, aber auf jeden Fall wird immer etwas neu vorbereitet gegen erstens E4 und natürlich will man dem Gegner irgendwie überraschen, natürlich will man der gegnerischen Vorbereitung rausgehen. Von daher, ich würde schon stark davon ausgehen, dass wir was Neues sehen von Carlsen, aber welche Eröffnung das sein wird, das ist die große Frage, weil es gibt eben nicht mehr so viele Eröffnungen auf höchstem Niveau, die man jetzt erwarten würde. Natürlich, es gibt Berliner Verteidigung, es gibt Svechnikov, es gibt Neidorf, es gibt Marshall. Und das sind so mehr oder weniger die großen Eröffnungen. Und ich bin gespannt. Und das ist für mich natürlich als Schachspieler, Schachprofi auch immer, ja, die Eröffnung, die da kommen, das ist ein Trend. Da wird ein neuer Trend gesetzt. Ich meine, Carlsen spielt Svechnikov und vor allem spielen alle Svechnikov so ungefähr. Und insofern, ich habe keinen Tipp, aber ich denke, wir werden da ein paar neue Eröffnungen und Ideen sicherlich sehen. Okay, das ist wie bei jeder WM ziemlich schwer zu sagen. Ich freue mich einfach drauf, es zu verfolgen, nicht spielen zu müssen und so und einfach ja, interessante Partien zu sehen. Es hängt einfach sehr davon ab, wie gut Nepomniachtchi wohl in Form ist und was in den Partien in den Eröffnungen passiert und so. Das kann man nicht wirklich vorhersehen. Natürlich, Carlsen ist Favorit, wie immer. Aber zum Beispiel war er auch sehr klarer Favorit gegen Kajakin, wo es unglaublich knapp war. Ich glaube nicht, dass er größerer Favorit gegen Nepomniachtchi ist. Also ja, wie zum Beispiel in dem Match gegen Kajakin kann wahrscheinlich alles passieren. Ja. Also werden auf jeden Fall spannende Partien sehen können. Nepomniachtchi ist auch dafür bekannt, exotische, seltene Eröffnungen aufs Brett zu bringen. Hast du eine Vermutung, also was kommen könnte für Eröffnungssysteme? Ich glaube, für die WM wird er dann doch ein bisschen solider spielen. Im Kandidatenturnier hat er auch meistens normale Hauptvarianten gespielt und war einfach sehr gut vorbereitet dort. Gut, manchmal ja, sowas wie Französisch hat er probiert, ein bisschen ungewöhnlicher. Aber ich glaube, sowas wie Königsgambit behält er dann fürs Blitzen übrig. Also ich glaube aber auch nicht im WM-Tiebreak, dass er da sowas spielen wird. Also ich denke, ja, beide werden im Grunde ein breites Repertoire haben. Wahrscheinlich wird er D4 und E4 probieren, würde ich denken. Hauptsächlich spielt er E4, glaube ich, aber ja, sie werden sicher sehr viele Ideen in vielen Hauptvarianten sich überlegt haben, ja.